Das ist unser wildes Schleswig-Holstein heute. Dabei war der Seeadler früher fast ausgestorben. Auch seltene Pflanzen wie Arnika gab es praktisch nicht mehr. Wilde Orchideen finden wieder neue Lebensräume. Das Land kümmert sich um unser wildes Schleswig-Holstein. Es pflegt und schützt die einzigartige Natur, das reiche Naturerbe und die überwältigende Vielfalt. Wir beginnen unsere Reise durch das wilde Schleswig-Holstein an der Ostseeküste. Rund um den Seelendorfer Binnensee befindet sich eine einmalige Landschaft, die letzte weitgehend intakte Ostseelagune. Hier wird Landwirtschaft betrieben, die so natürlich wie nur möglich ist. Eine Herde Hochlandrinder weidet ganzjährig an der Ostseeküste. Ein Radweg führt teilweise auch ohne Zaun direkt an den zahmen Tieren vorbei. Stiftung Naturschutz bietet das Land bezahlbar an. Die EU gibt Prämien und das Ganze ergibt dann auch noch einen kleinen Gewinn, sodass ich nicht ganz umsonst arbeiten muss. Das ist ja wie Urlaub. Ich habe lange Jahre in der Bank gearbeitet und da war das dann immer so, die Abende und die Mittwochsnachmittags, das war dann immer Erholung. Und dadurch sind die Gebiete auch entstanden, die ich mir dann ausgesucht habe, das richtig schöne Fleckchen Erde, wo man sich dann auch wohlfühlt. Naturschutz und Landwirtschaft arbeiten so perfekt zusammen. Wir fliegen etwa 50 Kilometer Richtung Westen und befinden uns in einem Naturwald. Dieser Wald gleicht einer Insel innerhalb der Agrarlandschaft. In Deutschland gibt es kaum noch einen Wald, der rein natürlich ist. Hier gelten nicht mehr die Regeln der Forstwirtschaft, sondern die Regeln der Natur. Eine der ersten Aktionen, die die Stiftung Naturschutz hier gemacht hat, ist, dass sie halt den natürlichen Wasserhaushalt wiederhergestellt hat. Und dadurch ist es eben halt wieder so bunt und vielfältig geworden, wie es eben von der Natur aus auch möglich ist. Ich freue mich, dass es hier Tiere und ja, Insekten, Pilze und so weiter hier schon sich etabliert haben innerhalb relativ kurzer Zeit, womit ich nicht gerechnet hätte, dass das so schnell gehen würde. In diesen Wald sind Frosch und Kröte zurückgekehrt. Aber auch Wespenbussard und Kranich. Der Wald ist wieder so bunt und vielfältig, wie er von Natur aus sein will. Auf unserem Flug über unser Land sehen wir ein dichtes Knicknetz. Über 45.000 Kilometer zieht sich das grüne Gehölzband durch unser Land. Vor mehr als 250 Jahren entstanden die ersten Knicks. Mittlerweile leben 7.000 Tierarten, wie die Goldammer in ihnen. In unserer Agrarlandschaft sind die Knicks wichtige Überlebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt. Alle 10 bis 15 Jahre müssen die Knicks zurückgeschnitten werden, damit sie immer wieder neu und dicht austreiben können. Die Knicks sind ja durch die Landwirtschaft errichtet worden, um die Ländereien einzugrenzen, aber auch gleichzeitig um Windschutz zu haben. Und diese Funktion übt der Knick heute auch noch aus. Von daher ist er für die Landwirtschaft wichtig, aber genauso wichtig ist diese Knicklandschaft eben auch für die Natur, weil Flora, Fauna in diesem Bereich sich wunderbar entwickeln können. Durch professionellen Knickschutz erhält die Natur ihren regelmäßigen Friseurtermin. Alles zum Erhalt dieser Kulturlandschaft. Wir springen Richtung Süden, in die Nähe der Elbe. Vor vielen Millionen Jahren lag hier der breite Mündungstrichter der Elbe. Damals sah es so aus wie heute an der Nordsee. Bis vor wenigen Jahren rollten hier Panzer durch die Dünenlandschaft. Jetzt setzt der Naturschutz alternative Waffen ein. Ziegen kümmern sich um den Erhalt der Heidelandschaft, indem sie Birke, Kiefer oder Traubenkirsche fressen.
Läusekraut, Heide und der seltene Sonnentau blühen wieder auf. Mein Herz hüpft, wenn ich hier bin, weil es eine der Orte sind, wo wir richtig erfolgreich sind, wo man ganz viel sehen kann. Kleine Arnika-Pflanzen, die sich jetzt wieder durch die Vegetation nach oben kämpfen und Arten, die wirklich ganz, ganz lange auf dem Rückwärtsgang waren und jetzt wieder hier den Vorwärtsgang einlegen können. Die sogenannten Offenland-Lebensräume mit ihren besonderen Pflanzen und Tieren kommen von Jahr zu Jahr wieder mehr zum Vorschein. Ohne den Naturschutz gingen die Heide- und Dünenlandschaft früher oder später verloren. Unwegsame Moorlandschaften prägten über Jahrtausende unser wildes Schleswig-Holstein. Durch Entwässerung und intensive Landwirtschaft hat der Mensch die Moore fast ganz zerstört. Jetzt gibt es ein Schutzprogramm, das diese Lebensräume wiederherstellt. Hierzu bauen Bagger Dämme, damit sich das Regenwasser in der Mitte halten kann. Außerdem werden alte Entwässerungsleitungen entfernt, damit das Wasser nicht wie aus einer Badewanne wieder abfließt. Also ich bin immer gerne hierher gegangen, aber jetzt ist es natürlich noch ganz anders geworden. Und ich habe auch nie gedacht, dass das mal diese Dimension annimmt, die hier ist. Und diese Veränderungen, die jetzt immer da sind, die jeden Tag wieder da sind, das finde ich schon schön und das macht mich auch glücklicher. Endlich können wir die Weite und die Einsamkeit dieser faszinierenden Moorlandschaften wieder erleben. Unsere Landwirte beteiligen sich am Schutz der Wiesenvögel in Schleswig-Holstein. Die intensive Nutzung des Grünlands hat Uferschnepfe, Kiebitz oder Brachvogel fast ganz vertrieben. Die Bauern des Naturschutzvereins in Megakoog mähen deshalb um die Nester der Bodenbrüter herum. In der Mitte von diesem Quadrat, wo die Stecken stehen, befindet sich ein Vogelnest. Und um die Vögel zu schützen, also die Küken oder die Eier, die da in der Mitte sind, mähen wir als Landwirte da drum herum. Wir sind eine Kulturlandschaft und da gehören die Vögel dazu. Und deswegen machen wir Landwirte das und vor allen Dingen wird es auch honoriert. Also das ist eine Leistung, die Landwirtschaft für den Naturschutz bringt. Wenn wir in Schleswig-Holstein nicht für den Schutz dieser Vögel sorgen, sterben diese Arten aus. Wir beenden unsere Reise an der Nordseeküste, im Schutzgebiet Beltringharder Koog, wo 1976 eine entsetzliche Sturmflut tobte. Also beschlossen die Menschen, einen weiteren Deich gegen das Wüten der Natur zu bauen. Hinter dem Deich entstand eines der größten Naturschutzgebiete Schleswig-Holsteins. Auf 3.350 Hektar hat das Land hier Salzwiesen, Sümpfe und Feuchtgebiete geschaffen. Das war ja hier früher Wattenmeer und durch die Eindeichung sind die Wattflächen praktisch verloren gegangen und dann hat man eben diesen Beltringharder Koog für die Natur möglichst optimal gestaltet, damit die Arten, die hier vorher vorhanden waren, auch wieder gute Lebensräume vorfinden. Rotschenkel und Steinwälzer leben hier wieder ganz natürlich, wie vor dem Eingriff des Menschen. Der Beltringharder Koog ist ein wichtiges Durchzugsgebiet für viele Vogelarten, die in der gesamten Nordhalbkugel brüten. Ist also eine Drehscheibe des Vogelzuges. 135.000 Nonnengänse und viele tausend andere Vögel nutzen diese Gebiete. Dies ist ihre Heimat, wie schon seit Tausenden von Jahren. In diesen Regionen erfüllt der Naturschutz das, wofür er steht. Er sorgt für den Erhalt der biologischen Vielfalt und sichert unsere Erholungsräume. Wenn es um die Bewahrung des Naturerbes in Schleswig-Holstein geht, dann geht es nur gemeinsam mit den Menschen in unserem Land.